Ja, hi Leute, einen wunderschönen guten Tag von meinem Kanal aus und zwar zurück bei Jedi Fallen Order. Ich bin noch auf Kashyyyk, da verabschiede ich mich jetzt aber. Warum, zeige ich gleich nochmal. Also genau, ich habe noch nicht, das habe ich noch nicht gemacht, im Terrarium was eingepflanzt. Machen wir aber mal. Einen haben wir noch. So, neue Samen hier pflanzt. Perfekt. Mal gucken, ob wir das Terrarium natürlich komplett voll kriegen. Ist natürlich mein Ziel. Gut, also. Warum wechseln wir den Planeten? Wohin, Kleiner? Und womit sind wir fertig? Also, Kashyyyk, seht ihr. Erkundet. Alle 27 Truhen, alle 5 Geheimnisse. Hier hinten, Zepho. Das war eine sehr zähe Angelegenheit. Erkundet 43 Truhen, 14 Geheimnisse und dann haben wir noch Bogano erkundet 16 Truhen und 6 Geheimnisse. Und jetzt geht's nach Dathomir. Und Dathomir habe ich auch soweit noch nicht groß erkundet. Es fehlt, ja, ganz viel Prozente noch. Ich habe erst 23, 13 Truhen fehlen und es fehlen tatsächlich natürlich noch 3 Geheimnisse. Deswegen ist Dathomir mein nächstes Ziel. Wir haben das Imperium wohl nervös gemacht. Sie erhöhen die Sicherheit auf Zepho und Kashyyyk. Nichts kann Sie aufhalten. Sie sind ein Profi, stimmt's? Wie können Sie eigentlich auf das imperiale Netzwerk zugreifen? Das Basiscomputerprotokoll der Jedi-Akademie hat die Galaxis nach Machtbegabten durchforstet. Die Netzwerke der Republik und unabhängige Systeme waren natürlich anfälliger. Heute kontrolliert das imperiale Netzwerk alles. Aber Sie können es trotzdem hacken, oder? Für unsere Zwecke? Schon. Aber es ist nicht leicht. Als ich dem Verhör entkam, habe ich einige Codefreigaben gestohlen. Sie werden regelmäßig geändert, aber mit etwas Glück findet man raus, wo man sich einklinken muss. Beeindruckend. Man muss nur alle Spuren verwischen, damit sie nichts merken. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ja, dafür mir riesen den Vorteil, es sind nicht die ganze Zeit Sturmtruppen unterwegs, aber drinnen. Ich andere. finde, ich habe Jedi. Alles gut. Ja. Was hat Breezy? Hey, Kerl. Du und sie. Ist alles okay? Ich weiß nicht. Das ist im Moment nicht wichtig. Weißt du, sie glaubt an dich. Um ehrlich zu sein, ich habe am Anfang nicht viel von dir gehalten. Habe ich gemerkt. Weißt du, immerhin musste ich dir wegen ihr zum unheimlichsten Ort der Galaxis folgen und... Ja, das stimmt. Jedenfalls hoffe ich, dass ihr beiden das schnell klärt, damit wir die Mission abschließen und uns irgendwo erholen können. Ich kenne ein großartiges Kastell auf Takodana. Dort gibt's den besten Bloody Ranker der Galaxis. Hast du Hunger? Kerl, Kumpel, bist du mal draußen gewesen? Weißt du, wo wir sind? Das ist kein Ort zum entspannten Speisen. Lass uns verschwinden. Ich verhungere. Wo ist sie? Was? Ist das eine Fangfrage? Soll ich rausgehen und sie für dich suchen? Nein, schon gut. Ich finde sie. Du darfst mich nicht verunsichern. Ich bin zwar knallhart, aber auch sensibel. So. Das war nochmal unser Terrarium. Dann gucken wir mal. Ah, da ist sie. Hast du kurz Zeit? Du bist seit Bracca weit gekommen. Aber dein Ziel ist noch fern. Du sollst wissen, welche Herausforderungen dich noch erwarten. Ich schaff das. Ich kenne deine Fähigkeit. Darum geht es gar nicht. Ich weiß, was zu tun ist. Ich hab's schon getan. Kerl, selbst die stärksten Jedi. Ich bin nicht Triller. Ich schaff das. Ich weiß, das habe ich auch nicht gesagt. Ich erwarte nicht, dass ihr irgendwas sagt. Es ist okay, Sia. Echt. Ich sorge mich um dich, Kerl. Mehr nicht. Hey, ich weiß, wir haben unsere Probleme. Aber ich muss mit euch reden. Ich brauche Hilfe. Ich höre. Ich spüre wieder die Macht, aber
bin immer noch blockiert. Warum ist das wohl so? Wenn ich beginne, mich zu öffnen, sehe ich Meister T'Pol. Und du hast trotzdem weiterhin deine Verbindung zur Macht vertieft. Weißt du, was mir das sagt? Dass ich nicht weiß, was gut ist? Dass du stark genug bist, deine Gefühle zu akzeptieren. Du musst dir Zeit lassen. Sir, ich... Vielen Dank. Es war wichtig. Ich weiß nicht viel über Datomir. Überrascht mich nicht, das geht vielen so. Ich weiß das meiste von Cordova. Er hatte seine Gründe, hierher zu kommen. Sieht so aus. Das heißt nicht, es ist sicher. Pass gut auf, Kerl. So, okay, also auf Datomir wieder angekommen und jetzt werde ich es natürlich direkt nach Plan machen. Ich war zwar hier schon mal, aber ich werde jetzt trotzdem von hier an erkunden. Landeplattform habe ich quasi, alles erkundet. Ja, aber dann zum Beispiel hier diese Wüstenklippen, da fehlt mir noch ein Geheimnis. Das müsst ihr jetzt mal nachschauen, wobei ich halt auch 80% davon erkundet habe. Muss ich aber mal genau nachschauen, wo eventuell was noch unschlüssig ist. Oben ist dann Ebene 1, aber es muss Ebene D da drunter sein, genau. Ja, also gehen wir erstmal auf die andere Seite hier. Ja. Oh, der Tollwut. So. Also die Wüstenklippen. Und die ziehen sich, glaube ich, schon ziemlich lang irgendwo her, ne? Da müssen wir mal noch gucken, wo bekomme ich die letzten 20 Erkundungsprozente her? So macht man das. Da oben ist Sackgasse, aber wir kommen natürlich hier nach oben. Dann noch eine Spinne.
Yep, hier waren wir auch schon. Blicken wir jetzt mal auf die Map. Also wie gesagt, eine Truhe fehlt mir hier in diesem Bereich. Keiner hat es überlebt. Ah, da ist ein Tor. Was? Gehen wir das da durch? Oh ja. Ist ein Schalter und unter mir ist was. Sehr nett. Öffnen wir erstmal die Tür. Da ist eine Abkürzung. Sehr gut. Und das Echo. Hier war ich. Ein Fremder, nicht von diesem Planeten. So, da von mir der Fremde. Hier war ein Fremder, kein Bruder der Nacht. Ich spüre etwas Vertrautes. Das ist wahrscheinlich. Ist ja auch ein Jedi oder so. So, und das war das Geheimnis bei den Wüstenklippen. Können wir jetzt eigentlich da die oberen Wüstenklippen und da fehlt mir eine Truhe und da habe ich 83%. Da könnte ich doch jetzt nimm einen Seil da hoch, ne? Oh, noch mehr. So, obere Wüstenklippe. Findet sich in der Nähe des Aufzugs oder des Schiffes noch etwas? Nee.
Genau, also hier war ich schon, ne? Auch die Bastion des Bruders habe ich schon vollständig leer gemacht. Ja, also nur bei den Wüstenklippen fehlt mir noch was. Und leuchtet was blau, aber das ist bestimmt nichts, was ich gebrauchen kann. Es ist der Fremde! Du kannst deine Schwäche nicht verbergen. Deine Schläge sind schwach. Du kannst nicht gewinnen, Fremder. Oh. Er darf sich nicht erholen. Nur noch du und ich. Sie öffnet sich nicht. Da muss ich definitiv von der anderen Seite ran. Und es ist möglich, dass gerade ich in diesem Bereich hier was machen muss. Wenn ich dann nämlich die Abzweigung bekomme. Oder die Abzweigung erhalte ich wirklich erst kurz vorm Abschluss in Darfomir. Ah, guck mal! Die hatten wir ja letztens schon nicht mehr wegen dem Skamp-Anschluss. So einfach. Du musst das einfach wissen, stimmt's? Was hast du da? Neuer Sender, der Magnus. So, damit ja, haben wir die zwei Truhen, aber wie gesagt, es fehlt mir noch ein kleines bisschen Erkundung. Müsste ich wieder unten sein, genau.
Müsste quasi ein Echo sein. Dinger kann man auch nicht vernichten. Ach Mann. Kontrolle verloren, abgestürzt. Können wir da nach oben klettern? Vielleicht befindet sich das wieder an unmöglichen Punkten. Ah, wird dann auch direkt runtergeworfen. Vielleicht ist das so irgendwie so ein kleiner Spalt, wo ich mich durchzwängen muss, den man nicht sofort wahrnimmt. Also hier haben wir auch noch eine Fehlanzeige. Wie gesagt, da müsste ich auch noch lang gehen. Mal einfach mal.
Da oben sieht mir irgendwas danach aus, aber da werde ich nicht rankommen. Ne. Keine Chance. Auch ein Wandlauf ist hier unmöglich. Sphinx werden wir nicht landen können. Ja, mei. Bringen wir mal erstmal rüber hier. So, das ist jetzt auf jeden Fall die Bastion des Bruders. Vielleicht soll ich dann die eine doch erstmal auslassen und ich gehe jetzt erstmal hier weiter. Dann hier habe ich nämlich alles gefunden. Hinten brauche ich gar nicht mehr lang gehen. Ich komme nämlich hier durch. Hat es natürlich um einiges einfacher gemacht. So. Vorsicht! Datomir hütet viele Geheimnisse. Dann gehen wir erstmal weiter jetzt und ich komme natürlich jetzt hier rüber. Ey, was war denn das jetzt? Der unterwegs mitten in der Luft einmal gestoppt. So. Wir müssen ihn ergreifen. Auf ihn. Er wird vor uns untergehen. Ich werde dieser Brutalität ein Ende bereiten. Erkletterbar, aber nur mit Ausrüstung. Sterb! Ah! Hola, so weiß ich, wie ich nach unten komme. Hui! Puh! Wie haben wir das geschafft? Mit dir erlebt man was. So, hier unten fehlt mir eine Truhe. Oder besser gesagt, in dem Gebiet hier. Aber da war vorher. Ja, was im Grunde nichts weiter zu holen. Jetzt muss ich mich wieder nach oben durcharbeiten, ne? So, da geht's. Wodurch? Schauen wir uns das an.
Schritt weiter. Schritt zur Seite. Nein, er hatte recht mit dir. Wer? Was? Jedi sind Diebe und dreckige Lügner und bringen nichts als den Tod. Pass ja auf, wenn du nochmal angreifst, strecke ich dich nieder. Oh, ich mache gar nichts. Aber meine ermordeten Schwestern. Sie bekommen ihre Rache. Hola, das scannen wir jetzt erstmal. Oh, hier fehlen dann sogar noch drei weitere Kreaturen, die ich scannen muss. Aber jetzt erstmal. Untote Schwestern der Nacht. Unerbittlich, sprungfähig und extrem aggressiv gegen Ziele. Greif den Schwärmen an. Lass dich nicht umzingeln. Ja, da möchte ich gerne erst wissen, wie ich dann aussehe. Nur wenige haben die Begegnung mit einer untoten Schwester der Nacht überlebt. Man nimmt an, dass sich diese mumifizierten Kriegerinnen an unheilvolle Abenden oder auf Befehl einer Hexe aus den Bestattungskapseln auf den alten Friedhöfen der Schwester der Nacht erheben. Sie reagieren feindselig auf alle Lebewesen mit Ausnahme der Schwestern der Nacht, die sie befehligen. Sobald sie ihre Beute erblicken, stoßen sie einen markerschütternden Schrei aus, um alle Untoten in ihrer Umgebung zu sich zu rufen. Sie greifen den wilden Schwärmen an und attackieren ihre Opfer mit Klauen und Zähnen. Was lernen wir davon? Halt dich von Western der Nacht fern. Ist was zum Langlaufen? Oder wofür ist das? Oder auch Kletterutensil? Das gehen wir trotzdem noch mal kurz nach draußen und schauen mal bei der Tür nach, die ich nur von der anderen Seite wieder öffnen kann, als Abkürzung dann. Genau, also das bringt natürlich wenig, war mir aber vorher schon klar. Das. Oh, ich bin ja so ein. Ich bin ja manchmal Adrottel. Was jetzt gerade zählt dazu. Also ich muss es hochswappen. Dann muss ich erstmal da drunter her. So. Zack. Noch mehr und Tote. Verlasse diesen Ort.
So, die Truhe dürfen wir natürlich nicht vergessen, wenn ich die finden sollte. Bis jetzt habe ich aber noch nichts entdeckt. Klettern nicht mit der Macht. Ästige Spinnlein da hinten. Aber was die kann, kann ich auch. Übrigens, was für ein Wandlauf. Aber der bringt uns nirgendwo hin, außer einmal auf die andere Seite wieder. Wie schafft's diese Schwester der Nacht, uns zu folgen? Sie hat sie Machtnutzer genannt. Aber so habe ich die Macht noch nie erlebt. Wir gehen besser auf Zehenspitzen. Moment, hast du überhaupt 10? Was ist das für eine fliegende Kreatur? Hoffentlich erfahren wir es nicht. Ah ja, gut. Das müsste dann der bekannte Schrecken der fliegende Schrecken sein. So, das ist nach wie vor die eingestürzte Siedlung hier, ne? Mir fehlt da immer noch Ruhe. Über einen Aufzug, ne? Okay, natürlich das von mir erkunden, damit ich da einen Rückweg finde. Das war mir vorher auch schon bewusst. Ist das eigentlich hoch? Nee. Brüder der Nachtrunen. Dathomiranische Glyphen. Bruder der Nacht malen mittels Hydrationssäuren-Glyphen. Die Säure verätzt allerdings nicht nur die Oberfläche, sondern hinterlässt selbst auf härtestem Gestein permanente Spuren. Jedes Symbol muss überaus vorsichtig gezeichnet werden. Um präzise zu sein, und den Zeichner selbst nicht zu verletzen. Meisterkalligraphen sind selten und ob ihrer Talente extrem geachtet. Meinst du, wir nähern uns einem Dorf? Holt euch den Eindeck! Ui! Ein paar Untote.
hoffe, die schießen nur nochmal. Oh, nee. Er wird vor uns untergehen. Ich muss ihn besiegen. Lassen wir das erstmal da stehen. Sammeln das Echo ein. Na los, verschwindet! Hier wurde jemand gejagt. Die Jagd. Die Brüder der Nacht verfolgten jemanden durch den Sumpf. Jemand, den sie fürchteten. Aber wie weit bin ich jetzt? Bei... Ah, das sind die Hallen des Dingens. Aber bei der Siedlung fehlt mir noch. Dann gehe ich nochmal zurück zur Siedlung erstmal, oder? Ja. Ich gehe nochmal zurück zur Siedlung, wo mir ein bisschen was fehlt. Vielleicht komme ich dann noch irgendwann da hoch. Dann fahren wir erstmal mit dem Fahrstuhl. Ach ja, guck mal. Was finden wir da? Die Truhe. Hey BD, was ist das? Da war wirklich was drin. Macht und Kontrolle plus Abkürzung. So, und damit haben wir 93%. Das heißt, auch hier muss noch irgendwo was sein, wo ich hin muss. Da ist ja wieder was anderes. So, wie gesagt, also 7% fehlen mir noch in diesem Bereich. Abschnitt. Das wird entweder ein Echo sein oder irgendwas anderes. Aha, guck mal. Sie wurden nie begraben. Viele Schwestern der Nacht starben hier. Sie hatten nicht mal eine Chance. Untergang. Diese Schwestern der Nacht wurden nie ordentlich begraben. Wir laufen hier über einen Friedhof. Und ich hab's jetzt immer noch zu 93%. Muss hier noch was sein? Thank you.
Ja, okay, also das wird dann hier so sein, dass ich hier rauf muss. Aber dann, Brauche Hilfe. Gute genau, Arbeit, BD. da brauche ich irgendwas dann für. Dann müssen wir erst weitermachen. Du willst schießen, oder? So, wie heißt dieser Bereich? Hallendes Nüdak. Oh, da. So fehlt mir reichlich noch. Natürlich beim ersten Besuch jetzt. Natürlich verständlich. Was Hier rüber, hat BD. B? Was war denn? Sehen wir uns das mal an. Domestierung von Spinnen. Die Brüder der Nacht versuchten erst seit kurzem die Fluchrückenspinne zu domestizieren. Ohne die magischen Gegengifte der Schwestern der Nacht erweist sich dieses Unterfangen mitunter als tödlich. Wenn allerdings eine Jungspinne gefangen wird und an der Stelle eines Bruders der Nacht aufwächst, wird sie dessen lebenslange Gefährtin. Ich glaube, das war das Einzige, was BD hier hatte, deswegen ist er weggerannt. Das muss ich da hinten auf die andere Seite. Komme ich jetzt dahin? Aha. So läuft es. Nein. Okay. Neuen Versuch, auch die sind natürlich zeitgesteuert, aber ich habe schon ungefähr damit gerechnet, dass sowas natürlich passieren kann. So, da hätten wir natürlich einen Safe-Punkt. Da muss ich auch hin.
Eindringling ist stärker als wir. Leg die Waffen nieder. Ergeben wir uns. Unterwerfung. Ein neuer Anführer ist gekommen, um die Brüder der Nacht zu befehligen. Ein mächtiger Fremder. Ich bin mal gespannt, was denn unser mächtiger Fremder denn macht. Schießt er jetzt nochmal? Mist. Jetzt schießt er. Erst rein. Da müssen wir nicht mehr runter. So, es geht hier die Treppen mal hoch. Die Sister of the Night. Jetzt denke ich mal, ich weiß schon, was kommt, oder? Okay. Wir auch mal vor hier was zu scannen haben und natürlich, die Idee findet immer was. Der Bau des Nydak, der niedrige Nydak, ist bei den Brüdern der Nacht gefürchtet, obwohl einige Lebenden besagen, die Schwestern der Nacht würden ihn als Vertrauten halten. Nydak sind Einzelgänger, die nach ihrer Geschlechtsreife nur selten in Rudeln anzutreffen sind. Ihr einziger natürlicher Feind ist der riesige Gorgora. Die Grube. Brüder der Nacht wurden in eine Grube geworfen und von Bestien zerfetzt. Zweifellos, um ein Exempel zu statuieren. Wollen wir mal eben gucken, wo das hin muss. Da hier drunter. Das kann ich nicht klettern. Ah, erkundet. Perfekt. Auch hier fehlt nichts mehr.
So, wo befinden wir uns jetzt? Bruder der Nachtdorf. Hier müssen die Nachtbrüder leben. Dadurch? Nur wenn wir keine andere Wahl haben. Ja, das passt. Eine Truhe fehlt. Oder was heißt fehlt? Gibt's zu holen für mich? Die kann ich nicht zurückwerfen. Hier durch? Nee. Ein Weg am Tor? Erledigt den Eindringling. Muss ich Wand laufen? Nee. Oh. Wo bin ich jetzt? Spinne. Noch mehr Spinnen. Gesagt, da muss ich halt noch rauf, ne? Lautbräuchling, neues Terrarium. Utensil. Hoch? Ne. Eine Kerbe zum Greifen. Okay, also das Dorf da oben, das hat mir jetzt noch nichts gebracht. War eher scheiße. Aber okay, jetzt sind wir hier unten in der Grube. Und uns fehlen 3 Truhen. Hast du gefunden? Brulachfrucht. Die Brulachfrucht war ein wichtiger Bestandteil vieler Tränke der Schwester der Nacht. In kleinen Dosen diente der Nektar als Gegengift für den Biss einer der vielen Vipern auf Dathomir. Der übermäßige Gebrauch löste allerdings Krämpfe, Sehstörungen, Halluzinationen und andere Symptome des Sumpfwahns aus.
Auf der anderen Seite muss eine Wand sein. Die wir emporklettern können. Ah ne, da ist ein Tunnel. Bin im Speicherpunkt, den ich noch nicht in Anspruch nehme. Aber das wirkt mir fast seltsam, warum da unten keine Truhe ist. So, und wir haben hier auf der anderen Seite ein... So. Komm ich nicht hin? Aber, ja. Hier geht's natürlich einfacher. So viel Angst und Wut. Wie kann hier jemand überleben? Überlebender! Jemand hat den Absturz auf Dathomir überlebt, allerdings nicht unversehrt. Noch ein Echt. Oh, verdammt. Da ist noch so ein Ding. Den machen wir gleich. Popo gegrillt, hat Echo mitgenommen. Hä? Wieso bin ich in der Erde? Die Brüder der Nacht akzeptieren nur die Starken. Kampfarena. In dieser Arena haben die Brüder der Nacht gekämpft, um ihre Stärke unter Beweis zu stellen. Ein Sieg bedeutet Ehre, Respekt und Macht über den Schwachen. Noch was hier. Oh ja. Also, wir sind eigentlich immer zu dritt unterwegs. Oh, weil... Neues Terrarium, ein Pilzling. Samen, meint er doch von Dathomir. Da hinten haben wir die erste Truhe. Uns an. Macht und Kontrolle, der neue Sender. Sehen wir nach.
Blutbäuchling. Im Gegensatz zu anderen dathomiranischen Pilzen vermehren sich die Blutbäuchlinge nicht über Sporen, stattdessen teilen sich seine Zellen spontan und bilden kleine Kapseln, die aufplatzen, sobald der Pilz reif ist. Einige Sorten bilden auch zusätzliche Stängel aus. Ja, zeig mal. Und ein bisschen verwirrend, dieses Gebiet hier. Ist ziemlich groß. Da ist die nächste Kiste. Ah. Wow. Einige Schwestern der Nacht sind unterwegs. Hey BD, was ist das? Was ist es, BD? Savanne. Kann natürlich hier auch nochmal nachschauen, ob BD noch irgendwas anderes findet. Ne, okay, dann nehmen wir hier das Echo erstmal mit. Irgendwas auf der Flucht. Abgestürztes Schiff. Hier im Sumpf ist ein Schiff abgestürzt. Der Pilot war vor irgendetwas auf der Flucht. Kein großer Ort, um sich zu verstecken. Dann geht's eine Etage nach oben. Sind Schwestern der Nacht. Wenn ich hochklettern muss. Naja, was ich dann jetzt machen muss, weil ich glaube, hier unten habe ich alles fertig. Was Sumpf. Aber da ist auch noch eine Dingens. Mal kurz da oben. War die dann mal eben platt? Sogar noch mehr Bereich. Jetzt muss ich mal eben zurück. Genau, hier geht's rüber. Aber ohne Ertrag. So, dann wie gesagt, dann. Achso, nee, das war die gleiche. Warte, dann geht's jetzt doch hier lang. Haben wir die nächste Truhe?
HBD an, der findet nichts. Gut. Willst du nachsehen? Ja, sehen wir es uns an. Ich schulde dir was. Immerhin keine Truhen mehr, die ich finden muss. Aha. Muss ich wieder umklappen dann. Schwestern nannten ihre Anführerin Mutter. Ihre Magie war stark. Schwestern der Nacht, Mutter. Die Schwestern der Nacht wurden von einer mächtigen Magienutzerin angeführt, die sie Mutter nannten. Wo es hier weitergeht, geht so eine Wand hoch mit Klettereien. Ja. Ja. Fest. Schon. Der Wahnsinn. Soll ich denn da hochkommen? Warte mal, vielleicht könnte ich das umgehen, wenn ich was in den Einstellungen ändere. Nämlich im Gameplay. Oder? So. Gut. Hä? Wie ist das möglich?
Kommt doch gar nicht so schnell da hoch. Das ist rein zu Wahnsinn hier. Der geht sofort weg, wenn ich unten auch nur gegriffen habe. Wir haben nichts, was wir da vorschieben können, ne? Das ist mir ein Rätsel, Leute. Das ist blöd. Manchmal bin ich absolut blöd. Ihr habt doch den Verlangsamungs... Oh. Leute, das lassen wir jetzt mal sein. Das ist wieder so typisch ich, manchmal so verpeilt, dass ich auf die einfachsten Sachen nicht komme. Jo, was ist das? Das Ding sieht nach Ärger aus. Sieh mal dort. Brüder, bleib standhaft gegen ihn. Du kannst deine Schwäche nicht verbergen.
zittert vor Angst. Ich werde dir das Leben nehmen. Du wirst keinen meiner Brüder mehr eliminieren. Ich mach dich fertig. Wo jetzt da lang noch nicht erforscht. Bleiben wir mal kurz hier oben noch. Feuerflechte. Die Feuerflechte wächst natürlich im trockenen Klima von Dathomir. Ihre rote Farbe ist durch die Aufnahme von Schwefel und anderen Staubpartikeln in der Luft bedingt. Die auf Dathomir wachsende Abart ist derart robust, dass es nahezu unmöglich ist, sie aufzureißen. Und da würde ich halt auch noch gerne hin. Aber das ist auch noch blockiert, weil ich ja noch nicht die Fähigkeit habe, an diese Flechten hochzukommen. Was ist das? Kann ich hier nur bergsteigen oder was? Sieht aus. Dann geht's hier rüber. Ich habe nämlich jetzt den Obersumpf und der untere war ja hier, ne? Oder? Ne, hä? Landeplatz? So, na okay. Machen wir erstmal weiter. Hier erwartet dich nur der Tod. Ich erwarte auch ein paar Schwestern, die sich töten lassen. So, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, hier meditieren wir jetzt mal. Ich habe auch drei Fähigkeitspunkte, die ich einsetzen kann. Wir haben einfach mal so einen Zwischenspeicherpunkt, falls wieder mal so ein CE-Fehler auftritt, der gestern tatsächlich mal durch Zufall aufgetreten ist. So, das hier ist die Kraft der Freundschaft. Und ausruhen natürlich. Ja, der Sumpf ist das nicht mehr. Das ist jetzt das Hexenhorn. Das wird ja immer besser hier. Sind wir unterwegs am Hexenhorn.
Oh wei. Ich hab da so ein blödes Gefühl. Deswegen war der Speicherpunkt vorher auch da. Moment, es könnte gefährlich sein. Mal gucken, ob ich schon was außenrum erkunden kann, vielleicht mitnehmen kann. Machen wir gleich. Oder schon jetzt, weil hier finde ich gerade keine Truhe. Dann hau mal rein. Oh ja. Jo! Oh! Der ist heftig. Aber ich glaube, hiernach können die eine Trophäe verschalten, ne? Das ist schon ein hässliches Viech hier. Hat auch ganz schön rein. Weg.
So, ich habe jetzt die Kletterhaken und damit komme ich dann jetzt auch wirklich da hoch. Ne? Ich werde das andere aber auch nochmal machen müssen, da ich nicht mehr zurückkomme. Ne? Ist immer noch das Horn mit einem Geheimnis und einer Truhe. Also unten habe ich auf jeden Fall irgendwie das Gefühl, da ist jetzt nichts mehr. Die stärksten Brüder der Nacht bewältigten ihren Übergangsritus im Bau dieser Kreatur. Initiationsritus. Die mutigsten aller Brüder der Nacht wagten sich im Rahmen eines Initiationsritus in den Bau dieser Kreatur. Wer überlebte, galt als würdig. Ja, ist aber natürlich... Ja, es gab wahrscheinlich... Viele, viele Tode. So, blicken wir mal drauf. Ein Geheimnis und Truhe haben wir noch nicht. Eine Höhle. Das Ding kriege ich auch nicht auf. Ah, und das ist dann dieser Oberdingens dort wieder. Wo mir auch noch diese 20% fehlen. Hauen wir mal rein, wollen wir mal in eine Runde klettern. Bleib unten, Koppel!
gleich Kyros. Muss ich offen. Aha, dann auf L2. Nochmal die ganze Chose, oder was? Okay. Okay. Mir geht's gut. Puh, was für heftige. Jetzt muss ich mal kurz eben durchlaufen. Und übrigens, Gorgaras Fall. Haben wir jetzt auch freigeschaltet. Perfekt gelaufen. Boah, also das war jetzt mal irgendwie sehr merkwürdig. Muss ich sagen, aber schon extrem cool. Dargestellt, muss ich sagen. Oh, ich muss ja, wollte ja einmal lesen, ne? Ich nehme jetzt Kapitel 5, die Sümpfe von Dathomir. Ken und BD hatten das nächste Grab beinahe erreicht, als sie von Brüdern der Nacht überfallen wurden. Obwohl sie in Sicherheit waren, mussten die beiden die gefährlichen Sümpfe von Dathomir durchwandern. Dort wurden sie erneut von der Schwester der Nacht, Merin, aufgespürt. Die untoten Schwester der Nacht beschwor, um sie anzugreifen. Im Inneren einer dunklen Höhle fand BD bei einem toten Nachtbruder Kletterclown, gerade als die gefürchtete Gogora in ihr Nest zurückkehrte. Um sich auszuruhen. Während des Kampfes riss Gogora die beiden in die Luft, ehe die fledermausartige Bestie schließlich abstürzte und starb. Boah, ja. Also Gogora halten wir uns fern, wenn davon noch einer existiert, aber das bezweifle ich so ein bisschen, weil das schon ein schöner Endgegner war, den wir jetzt platt gemacht haben, mal nicht durch Laserschwert, sondern eher durch durch komische Flugkünste.
So ein bisschen mit Laserschwert gepiekt haben wir sie. So, haben wir noch was in der Datenbank? Göttlicher Leitfaden bei Dafomir. Da haben wir sie. Gorgora. Also, wechsle das Ziel, um verwundbare Bereiche zu attackieren. Benutze Magnet in bestimmten Momenten, um Gorgora in den Boden zu ziehen und um sie zu betäuben. Diese als Gorgora, die geflügelte Dämonin der Schlucht, bekannte Spitzenpredator, setzt beim Aufstieg in schwindelnde Höhen und bei Streifzügen entlang steiler Klippen auf Listenreichtum und Vielseitigkeit. Während ihr robuster Panzer Gorgora vor direkten Angriffen schützt, sind einige Bereiche ihres Körpers im Kampf durchaus verwundbar. Sie ist dafür berüchtigt, ihre Beute mit ihren Klauen zu packen und auf ihren kräftigen Flügeln in die Luft zu zerren. Das haben wir ja gesehen. Übrigens hier Imperium 1 und da von mir noch. Kreatur gilt das leider nicht. So, hier hätten wir einen Speicherpunkt wieder. Ah, wir sind wieder. Okay. Wir sind wieder hier. So, da haben wir jetzt was verfügbar gehabt. Ah, deswegen können wir nämlich jetzt dann auch den Obersumpf dort einmal durchqueren. Wie man sieht, ist da vorne auch so eine Holzplanke wieder. Die wir, denke ich mal, wieder runterziehen müssen. Ah, das ist jetzt denn das Dorf rein? Ja. Du kannst deine Schwäche nicht. Dass die auch normal schießen. Zumindest der linke von denen. Hallo. Mann! So kann ich da jetzt nichts machen. So, was fehlt denn jetzt hier noch? Ach so, Clip. Ah, das ist die Klippenfestung. Okay. Also komplett neuer Bereich. Im Gegensatz zu vorhin.
Da sind zwei klappbare. Dort vielleicht. Oder? Ne, da bin ich lang gekommen. Ah. Ich hab so mit springen. Ich werde alles geben. Ah, okay. Ich hatte es gerade. Warum macht er das nicht nach unten? Das habe ich doch gerade ganz klar. So. Geht doch. So, da oben geht's nachher weiter, aber ich bin mir sicher, hier finde ich auch noch was. Ein Eindringling. Oder? Oder auch nicht? Naja, ich glaube, hier habe ich halt nur erst die Gegner erledigt. Sonst nix. Das ist die Brücke zu ihrem Dorf. Sie rechnen nicht mit unserer Rückkehr. Trotzdem, es muss auch unauffälliger gehen. Ich und unauffällig, also das ist, glaube ich, etwas zu viel verlangt. Ich wusste hiervon nichts, als ich die Brücke runtergezogen habe. Ich wollte nur sehen, was passiert. Wie bei dem Cutter auf Kashyyyk. Hüter der Nacht, Kerker. So viel fehlt wirklich nicht mehr, ne? So. Echo? Er ist gefährlich. Wir sollten ihn töten. Nein, wir bringen ihn zu Bruder Viscus. Der Gefangene. Die Brüder der Nacht sind auf jemanden gestoßen. Einen gefährlichen Fremden. Wer er auch war. Sie haben ihn zum Anführer ernannt. Was ist es, BD?
Da können wir hoch. Denk mal, da müssen wir jetzt erstmal hoch. So, Bruder, in der Nachtkerke haben wir erstmal. Es war bereits auch alles erkundet. Da gab es nicht viel, war auch relativ strange. Bin mir sicher, da oben gibt es noch was. Würde das dann nicht irgendwie danach aussehen, oder? Ne, gibt es tatsächlich nichts mehr. Ah, schade. Hätte ich jetzt mal mitgerechnet, dass da oben noch was rumhängt. So, Bruder der Nachtdorf. Nach wie vor eine Truhe, 33% erkundet. Jetzt eigentlich durchkämpfen? Muss ich wahrscheinlich, ne? Ja. Wir müssen das jetzt beenden! Oh, da oben ist eine Spinne, die tötet mit. Was ist das? Der Jedi blutet. Aha. Die Truhe in einem Geheimversteck. Hey BD, sieh's dir mal an. Was ist es, BD? Eindringling! Ich will nicht länger auf Anweisungen der Schwester warten. Wir müssen uns um den Eindringling kümmern.
Eindringling. Die Brüder der Nacht haben einen Eindringling festgesetzt, warten aber auf Anweisungen. Ich sehe dich da unten. Ich hab dich gefunden, Eindringling. Ein Schiff ist in den Sümpfen abgestürzt. Sei vorsichtig. Ich spüre große Gefahr. Einmischung. Die Brüder der Nacht waren Zeugen des Absturzes eines Schiffes in den Sümpfen. Ich glaube, darunter wäre, glaube ich, keine gute Idee. Okay, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt habe ich hier drin verschissen. 80% noch, aber hier drin jetzt eigentlich nichts mehr. War doch schon eine Menge, die ich hier rausbekommen habe. Muss mich irgendwo durchzwängen, durch den nächsten Spalt. Oder wirklich hier irgendwo. Ach nee, ja, guck mal. Ist ja Sonnenaufgang wieder. Ja, wunderbar. Ich sehe dich, Eindringling. Oh. So, hier haben wir wieder eine Abkürzung rein. Ja, tatsächlich, 100%. Dann gehen wir mal rauf hier. Schauen uns oben um. Dort ist nix. Sah nur verdächtig aus gerade. Hast du das Grab gefunden? Fast. Oder allerdings abgelenkt. Grease verhält sich seltsam. Er will jemanden vor der Mantis gesehen haben. Datumir zermürbt ihn. Das ist bei ihm völlig normal. Geht's dir gut? Ich halluziniere nicht, also... Ja, ich verlasse ein Dorf der Brüder der Nacht. Ich nehme die Spur wieder auf. Hört sich an, als kämst du zurecht. Ja, BD und ich schaffen das. So, wo sind wir jetzt? Ah. Wieder bei den Klippen da.
Und ich hab's gefunden tatsächlich. Also. Ich verstehe. Okay. Brüder, helft mir! So, also, jetzt kann ich tatsächlich noch die Zeit damit verbringen, die zwei Geheimnisse zu finden, plus die fünf Truhen. Bevor ich dann hier irgendwo weitermache. Aber ja, jetzt fange ich halt nochmal da an, wo ich rausgekommen bin. Also bei den Klippen war ich jetzt nicht. Also, warte mal. Ursch die Mantis. The Mantis. Da oben ist die Mantis. So, da muss ich nämlich lieber über diesen Sockel da springen. War das jetzt hier oder? Ich glaube, ich gehe erstmal ein bisschen zurück. Die sind schon flink, die Spinnen, bis die. Oder wenn sie da ihre Säure raushauen. Sollte eigentlich gar nicht mehr so lang gehen, bis ich alles gefunden habe, da ich natürlich jetzt Übung habe. Und das hier am einfachsten macht. Jetzt wahrscheinlich schnell gegessen. So. Ich sehe dich, Fremder! Also hier war das ja, ne? Wo ist denn der alte Mann? Haben die Brüder der Nacht ihn geholt? Ich sehe einen Eindringling. So, hier unten ist jetzt quasi wieder Rutschpatty angesagt, bevor ich rübergehe. Das werde ich nämlich in dieser Folge nicht machen. Ich werde nämlich jetzt mich die Rutschpatty begeben. Und natürlich die restlichen Sachen jetzt zu finden. Abkürzung sollte es durchaus schnell gehen. So, hier bin ich nämlich bei der eingestürzten Siedlung. Da fehlt mir ein kleines bisschen was. Vermutlich ein Echo.
Doch, warte mal, was ist denn auf der anderen Seite? Zählt das auch noch zu der Siedlung? Was zählt das tatsächlich auch noch zu der Siedlung? Wohin geht denn der? Geht da nach oben? Der müsste nach oben gehen. Aber auch noch die Sie. Genau. Da haben wir sogar. Oben hier. Und nehmen gleich mal den nächsten Aufzug. Hä? Okay, Bastion des Bruders. Hier bin ich falsch. Also eine Tiefe. Ah, jetzt habe ich dann okay. Das war dann tatsächlich die eingestürzte Siedlung, die wir haben. Dann fahren wir mal wieder ganz nach unten. Wir könnten doch jetzt, ja, wir kommen doch da eh lang, ne? Ja, das ist tatsächlich dann meine nächste Episode. Ich hätte da bleiben können, weil die Bastion des Bruders, dann die da nachfolgende ist. Da habe ich auch nichts mehr zu suchen. Bastion des Bruders. Oder? Nee, muss ich gar nicht. Ach Mensch, ey. Fahren wir nochmal wieder eine runter. Also wie gesagt, es kann mitunter ab und zu lästig sein, nach diesen ganzen Sachen zu suchen. So. Hallo. Es ist der Fremde. Ich hab's verstanden. Ich werde dich stoppen. Jetzt. Da. Gar nicht schlecht. Viel brauchst du nicht mehr.
meine Brüder recht. Ein Stim-BD? So, die Hallen des Nydak sind auch erledigt. Ein Jedi! Da kommt er, schießt. Wollen das? Geht doch. Noch mal kurz raus. Okay. Hallen des Nydak gehen noch ein bisschen länger. Bruder der Nachtdorf hatten wir jetzt auch schon. Stehen die da oben wieder drauf? Nee. Zum Glück mal nicht. So, dann geht's jetzt runter in der Höhle. Ah, ich hätte bringen müssen.
So, 85% sind erkundet. Oh. Was ist denn hier im Obersumpf? Oder an den großen Nydak erledigen. Orgora erledigt haben. Das war auch. Ja, okay, das ist doch der ganze Obersumpf, selbst mit dem Gorgora da oben drauf. Ah. Haben wir doch was Schönes. Für euch ist hier kein Platz. Die Brüder werden euch töten, wenn ihr bleibt. Ah. Gegen dich haben sie sicher keine Chance.
Oh, der Wanderer und die Hexe. Erstens Verhandlungen. Als die Schwestern der Nacht den Fremden zur Rede stellten, entbrannten intensive Verhandlungen. Wir haben aber immer noch hier 85% leider nur. Okay, das gehört dann wieder zu den Klippen schon. Wenn ich darüber bin. Da oben ist nichts. Der hat ja auch hoffenweise Kleinholz fabriziert. Das Hexenhorn. Da fehlt natürlich oben auch noch was. Aber nichtsdestotrotz fehlt mir in diesem Obersumpf noch was. So, weitere drei Fähigkeitspunkte zum Einsetzen. Ja. Ihr kennt's, wie ich es mache. Ich lasse es natürlich erstmal sein.
Aber im Obersumpf muss noch irgendwo was sein. Ja, okay, guck mal, 95% jetzt. Okay, also unten gibt's nichts mehr. Ja, der Obersumpf, da ist halt der Nachteil da dran, der ist extrem groß. Da geht's nämlich zum Horn. Was meine ich das? Vielleicht meine ich dann auch das hier mit dem mit der Abkürzung oder mit dem Erkunden. Nee. Ist wieder sehr, sehr schwierig hier diese letzten 5% zu bekommen. Da war hier das Horn. Ja, hier ist das Horn, ne? Ja. Hier ist das Horn mit der Truhe und dem Geheimnis.
5%, das gibt's doch jetzt nicht. Da hinten geht's dann halt ins die Klippenfestung, ne? So schnell fällt man natürlich wieder in die Tiefe hierbei. Vor allem, das ist nämlich so ein irres Wirrwarr hier an Bäumen. Oder ja, an Räumen nicht, aber an Raum. Gogura, hier geht gar nichts. Und da hinten haben wir das Horn, das Hexenhorn. Wo wir oben auch noch was freischalten müssen. Waren wir hier? Okay, ja, hier waren wir irgendwie. Sind wir nämlich genau wieder unten. Das war leider wieder mal nicht sehr hilfreich. Ist denn hier nicht noch irgendwas, wo ich mich durchzwängen kann? Das kann doch nicht wahr sein. So, super, hier haben wir nämlich wieder den Speicherpunkt. Auch verwehrt. Eigentlich bleibt hier so gut wie alles jetzt verwehrt. Ja, okay, dann
Ja, hier komme ich eh relativ schnell wieder zurück. Mache ich doch jetzt weiter mit dem Hexenhorn. Geht jetzt hier runter. Gott. So, da ist das Seil. Vielleicht finden wir das dann späteren Verlauf noch. Vielleicht auch, wenn wir dann wissen, was dann fehlt. Hier ist auf jeden Fall ein Geheimnis, was ich lüften muss. Hier fand ich ja gar nichts im Endgegnerkampf. Aber irgendwo auf dem Weg hinauf habe ich noch mal eine Kiste entdeckt plus ein Echo. War nämlich im Kampf mit dem Gorgora. Schon zwänglich hier durch. So, hier ist eine Fehlanzeige. Kann mir nichts holen. So geht es sogar schneller als hüpfen mit diesen Kletterhaken. Ein Echo. Eine Schwester der Nacht hat mit der Schale Tränke hergestellt. Einige Medizin, andere waren Gift. Tränke. Gefäß einer Schwester der Nacht für die Zubereitung von Tränken und Elixieren. Mir fehlt jetzt hier noch. 2 fehlt. Also können wir noch mal gucken. Flora Fauna haben wir, Brüder der Nacht. Hier fehlt einer, beim Fremden 2. Und hier fehlen auch noch 2. Weiß ich gar nicht, ob ich dann da wieder
zurückkomme, aber das ist noch unerforscht. Was haben wir denn hier drin? Aha. Hier nochmal gucken, ob wir hier einen Scan eventuell haben. Sieht nicht danach aus. Gut, Truhe Geheimnis haben wir. 77% erkundet. Das heißt, jetzt müssen wir da einen Weg runterjumpen. Jetzt erkundet. Und dann geht's darunter wieder zu dem Obersumpf. Wo mir die 5% noch fehlen. Noch das Hexenhorn hier. Jetzt bin ich eigentlich schon im... Nee, bin ich nicht. Also erst wenn ich jetzt hier unten bin. So, ist für mich aber die Frage, wie komme ich zurück zu dem einen Fremden? Aber wie gesagt, mir 5%, ne? Ja, okay, hier komme ich vielleicht sogar noch mal schneller dahin, ne? So, dann müssen wir durchs Bruder der Nachtdorf. Über die Klippen. Ah, wo war das denn jetzt nochmal? Ah. Immer weiter jetzt folgen.
Wo ist eigentlich das Ziel? Ah ja, okay. Verstehe. Also da, wo quasi der Fremde, also wo wir rüberspringen mussten, wo wir dann runtergekloppt wurden dort. Ja, und mit dem Sumpf, da muss ich dann wirklich gucken, was da nochmal fehlt. Wie gesagt, so viel ist das nicht, 5%. Das ist im Grunde gar nichts hier. Mal, wir haben da eine Kiste. Wohin kann die denn? Ach, warte mal. Gehen wir mal hier hoch, oder? Das hatten wir ja schon gemacht als Abkürzung. Nichts drauf, durch nichts drauf. Alles nur Dekoration diesmal. Und wir sind's raus oben. Guck ich noch mal kurz, wo ich... Ah ja, okay. Deswegen, das machen wir nämlich jetzt so. Hier wird mal gespeichert, meditiert. Und mit so viel, wie wir jetzt schon in Datum hier haben, sieht es gut aus. Die drei Fähigkeitspunkte verteilen wir natürlich auch. Lassen wir auf den Kraftwurf. Und den Wechselangriff. Und dann fehlt mir nur noch das hier. Verheerender Magnet. Also zwei Lernpunkte noch dafür. So, dann ruhen wir uns mal aus. Und dann, Leute, würde ich mich bei euch verabschieden. Wir sehen uns dann ein anderes Mal wieder. Und ja, bedanke mich natürlich bei euch fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns.